auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Ich habe heute den Fall Clausewitz ausgegeben. Berlin wird Frontstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Er verschiebt Divisionen auf der Landkarte, die gar nicht mehr existieren. Versprengter Haufen, der sich mit Mühe verteidigen kann. Jetzt will er, dass Steiner angreift. Das ist purer Wahnsinn. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen, in den Rücken. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Was ist los? Woher kommt die Schießerei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Geben Sie mir Koller. Koller, Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt. Nein. Ja, sagen Sie. Hören Sie den Beschuss nicht? Nein, ich bin im Wildpark Werder. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zobo gemeldet, dass es sich hier... Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen! An meiner Person! Ich flehe Sie an, verlassen Sie Berlin. Noch ist es nicht zu spät. Mein Führer? Wenn ich tot bin, werdet ihr noch genug Politik machen müssen. Mein treuer Heinrich. Wohin immer der Feind vordringt, es soll nur noch eine Wüste vorfinden. Das ist das Todesurteil für das deutsche Volk. Denn das Volk hat sich als das Schwächere erwiesen und es ist nur ein Naturgesetz, dass es dann eben ausgerottet wird. Alle Bahnanlagen, Kanäle, Docks, Schleusen, Schiffe, Lokomotiven, all das zu zerstören. Wenn der Krieg verloren geht, ist es vollkommen wurscht, wenn auch das Volk verloren geht. Mit diesem Befehl rauben Sie dem Volk jegliche Überlebenschance. Es ist Ihr Volk. Sie sind der Führer. Was nach diesem Kampf übrig bleibt. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Wie lange können Sie noch halten? Von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Und dem Russen einen so vernichtenden Schlag versetzen, dass er alles rettet. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Heute ist das also gekommen. Das Militär hat mich verjagt. Das Leben verträgt keine Schwäche. Wir waren manchem Aal nicht radikal genug. Wir hätten überall, wohin wir kamen, die bürgerlichen Schichten ausrotten sollen und dann die Kolonialvölker von Marokko bis Indien zum Aufstand bringen müssen. Eine Weltrevolte anzetteln. Das war unser Auftrag. Mitleid ist eine Ursünde. Ich sage immer, Mitleid zu haben mit den Schwachen ist Verrat gegen die Natur. Ich habe die Widerstände im Innern wie die Gegenwehr der Fremdrassigen immer mit brutaler Härte eiskalt niedergeschlagen. Anders kann man das nicht machen. Himmler hat in Lübeck den Westmächten ein Kapitulationsangebot gemacht. Himmler. Unter allen ausgerechnet Himmler. Der treueste der Treuen. Das ist der schlimmste Verrat von allen. Göring, ja. Der war korrupt, immer schon. Speer, ja. Ein Weltfremder. Unberechenbarer Künstler. Alle die anderen, ja. Aber Himmler. Ist das ein wahnsinnig geworden? Um sich zu
autorisiert behauptete, ich wäre krank! Ja, vielleicht schon tot! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötsch allein. Und holen Sie mir Fegelein! Mein Führer, wir wissen nicht, wo er sich momentan aufhält. Was soll das heißen? Er ist Himmlers Adjutant. Er muss zur Verfügung stehen. Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Ich will sofort seinen Bericht! Was ist los? Holen Sie mir Fegelein! Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern. Eiskalt niedergeschlagen. Zimmer durchsuchen. Lass mich los, du kleiner Gärtner, Einzelner! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Keine Enttäuschung, kein Träumer, keine Ehrlosigkeit und kein Verrat. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Halte! Drei Armeen, die bei Prag bereit stehen, in den Rücken, wieder schlagkräftig machen. Ha, ha, ha! Ist ein Schmarotz! Ein paar Vanille Faulbeiz! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Ist der Russe schon so nah? Winkfremder, unberechenbarer Künstler! All die anderen, ja! Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt! Ja! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Dieser Versager, dieser Schmarrn, das ist mein... Tun Sie, was Sie wollen. Das waren exakt seine Worte.